Ja, Kaiser Rundfunk Live-Sendung. Hallo? Hallo Uwe, ich bin immer der Michael. Hallo? Ich möchte dir erstmal eine gute Besserung wünschen. Ne? Ja, danke. Dass deine Stimme besser wird. Das klingt da ganz übel. Es müsste jetzt wieder live sein, ne? Müsstest du mich jetzt wieder sehen? Ja, das hat irgendwie gab einen Absturz. Ich weiß nicht, was passiert ist. Hat das unterbrochen und bisher lief das gar nicht mehr weiter. Ja, es kam wieder so eine blöde Firefox-Update-Meldung. Das war wahrscheinlich das Problem. Ja. Das ist mir einmal gerade aufgefallen, wenn du weißt, was da dran hängt, dann ist das ja in Ordnung. Ja, lässt sich nicht ändern. Das sind die Tücken. Ja, nee, ist ja in Ordnung. Ich will es ja nicht bemängeln. Das ist gut, ja alles. Alles klar, was ist deine Frage? Ja. Aber ich habe das hier mit dem Termin, das habe ich noch nicht vergessen. Warte mal, mit dem Termin nicht vergessen. Wegen hier. Ich und mein Bruder wollten dir noch was zukommen lassen. Nochmal, mit dem Termin das nicht verstanden oder wie hast du das gemeint jetzt? Habe ich das nicht verstanden? Ich und mein Bruder haben dir ja einen Termin zugesagt, ja, weil wir ja ein bisschen was gesammelt haben. Ach so, ja. Genau, und das haben wir aber nicht vergessen. Ja, alles klar, kein Problem. Wir kommen schon zurecht. Ja. Ich habe jetzt bloß letzte Woche mal angerufen, aber da war das Telefon eben halt wahrscheinlich. Nee, also die Nummer ist nur zur Sendung an. Nach Linz gefahren bist. Also die Nummer ist nur zur Sendung an. Ach, weil sonst kann ich Tag und Nacht nicht schlafen. Die Leute mich verrückt machen, ja, und anrufen. Na, das glaube ich, ja. So, und dann, wenn du jetzt mal nicht auf Sendung bist, dann die andere Nummer, ne? Naja, ja, wenn es wichtig ist, sage ich mal. Weil es meistens in den Videos sind. Ich meine, ich kann ja 8 Stunden am Tag telefonieren. Ich habe ja noch ein reales Leben. Ja. Wir müssen solche Sachen in die Stammtische verlagern und eben Leute schulen, dass die alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Das ist die Herausforderung. Und je eher wir den Sender zum Laufen haben, desto besser. Ja, dann können wir Videos machen und alles. Darum geht's mir ja auch, weil wenn wir so viele Leute haben, ich kenne das auch aus meinem eigenen Umkreis, die Leute, die verstehen das einfach nicht. Das ist einfach schlimm, also ich weiß auch nicht. Deswegen sage ich mir, da lässt du den Uwe hier mal ordentlichen Betrag zukommen. Weil dann müssen wir wenigen Leute, die es verstanden haben, wenigstens irgendwie selber schultern. Also ich denke mal, es ist sinnvoll, statt gegen Windmühlenräder zu kämpfen, erstmal Leute aufzuwecken und zu informieren. Ja. Weil das ist eine Vervielfachung. Einer informiert 10, 10 informieren 100. Ne? Das wächst schneller, als wenn du missionieren gehst, sondern du machst einfach einen Stammtisch, letztendlich werden erstmal 10 Leute ein und dann 14 Tage noch einmal, ist effektiver, als wenn du dich mit Urwix oder ähnlichen Dingen mit dem System anlegst. Und ja, die Leute, die die Selbstverwaltung ähnliche Dinge vorhaben und uns dann erzählen, dass die Steuergesetze ungültig sind, sie haben Recht, aber die anderen haben die Waffen. Und wenn sie dir das Haus wegnehmen und ähnliche Dinge, dann nützt dir das nicht, dass du weißt, dass die Steuergesetzgeber alle vom Adolf sind. Der Haus ist trotzdem weg. Ne? Na, das ist aber meinen Pflegeeltern, ist das ja gerade auch das Problem. Die haben ja auch ein Haus, also die haben ja sogar ein Grundstück mit 2 Häusern. Ich habe das denen auch bis jetzt ja noch nicht erzählen können, eben halt wegen den Bodenrechten und solche Sachen. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf reagieren würden, aber es ist natürlich, wurde sie natürlich auch betreffen. Na gut, alles klar. Wenn du jetzt was Wichtiges hast, bring das noch. Ansonsten würde ich dann erstmal wieder den nächsten reinnehmen. Also es müssten ja Fragen sein zum Thema, weißt du? Wir machen ja keine Unterhaltungsshow, sondern es müssten wirklich Fachfragen sein, ne? Ja. Also wenn du die hast, dann stell die noch, dann mache ich das noch. Nee, ist in Ordnung. Also ich wünsche dir definitiv. Gut, alles klar, ich danke dir, ne? Noch ganz schnell. Gut, und dann will ich nicht, will ich nee, nicht alles gut. Nee, alles klar, wenn das im begrenzten Maße ist, dann so Grüße und Glückwünsche, alles gut, aber wir brauchen wirklich die Fragen von Leuten, die weiterkommen wollen. Ne? Ja, ist in Ordnung. Ne? Nee, kannst du euch wieder anrufen, aber dann nächste Woche. Ja. Okay, ne? Hm, tschüss. Okay, tschüss. So, Telefon wieder frei. Ja, also Skype mache ich grundsätzlich aus, bevor ich hier den Podcast erstatte, weil der zieht alles runter. Habt ihr ein Bild? Schreibt mal bitte in Skype rein.
Weil bei mir steht drin, dass er sendet. Ja gut, alles klar. Gut, also, wenn noch Fragen sind, gäbe ich noch eine Viertelstunde zu, aber dann würde ich sagen, meine Stimme macht halt nicht mehr mit. Ist schon am Limit. Naja, es ist das erste Mal, dass der Rechner abgestürzt ist während der Sendung. Es ist aber heute Haufen Meldung gekommen, dass irgendwie Windows Zeug updaten will. Und das macht es ja immer ungefragt. Und dann kracht es ja den Rechner runter, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das ist ja leider. Aber es gibt das System von Broadcast leider noch nicht für Linux. Sonst hätte ich das schon lange runtergeschmissen. So, ich hoffe mal, das Telefon geht wieder. So, gibt es noch eine wichtige Frage? Da würde ich sagen, machen wir 21.10 Uhr Schluss, sind 6 Minuten noch. Also ich will ja eine 6 Minuten Stummfilm machen. Übrigens, geben wir bei YouTube Sarah Bernhard ein. Also Sarah mit H und Bernhard mit DD. Guckt euch mal die alten Stummfilm-Sachen an, die gemacht hat. Einfach nur genial, so aus den 1920er Jahren. Das ist also dort, wo Kaiserreich eine Rolle gespielt hat. Teilweise auch ein paar Auftritte in der Weimarer Republik. Das sind teilweise Tonfilme. Absolut genial. Schreib's mal in den Chat. So mal als Einstimmung, wie das damals so war, so die Jugendstilzeit, ne? Also Jahrhundertwende bis 1920. Sehr verschnörkelte, blumische Themen, ne? Alte Möbel und so weiter. So der Groß im Kommen. Ich zeige mal kurz den Katalog noch. Ach so, noch eine kleine Geschichte. Ich habe bei YouTube bei eBay gekramt und habe eine Gesetzessammlung erstanden. 1913, ich halte sie mal rein. Sind Gesetzessammlungen. Ich guck mal rein. Ja, also die alle 1913 gültig waren. Werden wir jetzt mal einscannen und dann haben wir im Prinzip eine Referenz, was wirklich an Gesetzen da war für den Otto Normal und was Internetmythos ist. Und das gleiche gibt es noch einmal in einem Buch. Das ist Staat und Kirche, da habe ich aber leider nur den ersten Teil. Da bin ich noch dran, den Rest noch zu besorgen. Und da sind die ganzen Sachen von den Bundesstaaten, die ganzen Verhandlungen zwischen Kirche und Staat. Wird also dann in der nächsten Zeit noch kommen. So, ich denke mal, wir haben alle Themen soweit abgehakt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe mal, dass wir dann das nächste Mal besser drauf sind. Beachtet bitte, dass nächsten Dienstag keine Sendung ist. Da bin ich nicht da, bin ich unterwegs. Die nächste Sendung ist erst am 24.05. Ich werde dann die Termine bei kaiserrundfunk.com noch anpassen. Weil das habe ich leider noch nicht geschafft. Ne? Also die letzte Live-Sendung 24.05. ist auch ein Dienstag, dann wieder von 19 bis 21 Uhr.
und bereitet eure Fragen vor und haltet euch still ans Thema, damit wir hier hintereinander weg die Sendung machen können. Ne? Gut, alles klar. Dann gehe ich mal offline und bedanke mich für eure Zuhörer, ne? Für, dass ihr hier so die Treue gehalten habt. Ja, also nochmal Sarah Bernhardt ist die bedeutendste Schauspielerin dieser Zeit von 1900 bis 1920, also die uns interessante Zeit. Also die repräsentiert die Lebensart dieser Zeit, ne? Also wie die Leute so drauf waren. Heute würde man sagen, wer charakterisiert, also Lady Gaga würde im Prinzip die Klingelton-Generation charakterisieren, ne? Das wäre Lady Gaga oder sagen wir mal die Sängerin, wie heißt sie denn gleich? Komm jetzt nicht dran, Adele. Ne? Das waren so die herausragenden Künstlerinnen. Und die Sarah Bernhardt ist eben das, was der schauspielerischen und darstellenden Kunst so das Lebensgefühl, die Moderne von 1900 bis 1920 dargestellt hat. Also die war top of the pops. Guckt euch mal an und dann habt ein bisschen ein Gefühl, wie das sich damals angefühlt hat. Alles ein bisschen kindermäßig, aber gut gemacht. Na dann, tschüss und bis zum 24.